Hallo und willkommen zurück zu Gnome Moria. Ja, beim letzten Mal waren wir ja dabei, hier die ganzen Sachen wieder. Die Rüstungen herzustellen, und außerdem haben wir sehr viele Fackeln in Auftrag gegeben, die jetzt mal langsam auch gearbeitet werden müssen. Was dadurch begünstigt ist, dass wir endlich Holz haben. Ole, ole. Und ihr habt mir eigentlich gar nicht geschrieben, wie ihr die Musik findet. Und nachdem sich auch irgendwie niemand beschwert hat, habe ich jetzt die Klassikmusik gelassen. Ja, so ist das. Und drum hört ihr jetzt die Klassikmusik. Also, falls ihr euch damit nicht wohlfühlt, dann könnt ihr es mir immer noch schreiben und dann ändere ich es wieder mal um. Genau, sonst lasse ich das jetzt, weil ich einfach zu faul bin, sie zu ändern. Haha. So. Sonst, was gibt's zu tun? Naja, ja, einmal warten, bis der Carpenter fertig ist. Was wahrscheinlich noch einige Zeit dauern wird. Aber ansonsten dann auch irgendwann mal fertig sein sollte. Und zum anderen, ja, wollte ich eigentlich immer noch nachschauen, auf welcher Ebene Zinn entspawnt, und hab's schon wieder vergessen. Mäh. Blöd, naja. Lässt sich jetzt nicht ändern. So, Holz haben jetzt wieder nur eins, also das wird gerade sehr, sehr schnell verbraucht. Aber hier sind gerade drei Leute dabei, Holz zu fällen, so dass das Ganze tendenziell steigend sein sollte. Hier die Yak-Pasture werden wir jetzt mal kurz abreißen. Und Designate Area neu setzen. Und zwar möchte ich die schon groß haben. 10x10. Ist das zu groß? Eigentlich schon. Dann machen wir die jetzt 7x7. Und das Ganze für Yaks. Animal Size. Okay. Also, wenn ich das jetzt richtig sehe, ist ein Yak sozusagen Größe 12. Und die Pasture hat Size 49. 49 durch 12 ist logischerweise 4. 12 mal 4 sind 48 plus 1 und so weiter. Das heißt, für pro 12 Size kriegen wir ein Animal rein. Soweit, so gut. Die Frage ist, wie viel brauchen wir? Bei 4 hätten wir jetzt theoretisch Platz für 2 Males und 2 Females, was mir fast ein bisschen wenig ist. Ich glaube, ich hätte gern 3. Dafür bräuchten wir 6. 6 mal 12 sind 60 mal 2, 72. Okay, 72 ist 9 mal 8. Okay. Dann machen wir das Ganze nochmal. Designate Area, Growth. 9 mal 8 mindestens. Und wenn wir es 9 mal 9 machen, ist auch nicht verkehrt. So. Habe ich jetzt Growth gesagt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und Growth war genau das, was ich jetzt hier bauen wollte. Remove Designation. Die Fackel nervt mich jetzt hier auch. Die setzen wir mal um. Nochmal. Designate Area Pasture natürlich. 9 mal 9. Komm. Komm. Sag mal, dieses Jahr noch. Hey, so. Und zwar Animal. Theoretisch Yak, jetzt interessiert mich es aber trotzdem nochmal kurz. Wie sieht das bei Alpakas aus? Die haben Animal Size 8, okay? Und Emus haben 9, okay. Das heißt, wir brauchen hier tatsächlich die größten. Ja, ja. Und naja, wenn wir hier Size 6 haben, dann werden wir hier natürlich sagen, maximal 3 Males und 3 Females. Mit Females ein bisschen Priorität höher, weil, naja, wenn nur 2 Males da sind, funktioniert die Vermehrung trotzdem. So. Und außerdem werden wir den Trove, der anscheinend weg ist, weil warum auch immer. Wo ist er denn? War der hier irgendwo?
Metal Gam Food Well Kitchen. Nein, nein. Nein, nein, ich weiß nicht mehr, wo er war. Throw, hier. Setz mal wieder in die Mitte. So. Wüsste ich jetzt gern, ob der irgendwie aufgeräumt wurde oder ob der kaputt gegangen ist. Sehen wir gleich. Ober, da kommt er an. Da kommt er an. Okay, der war dann wahrscheinlich nicht kaputt. Gut zu wissen. Oder gut so. Wie auch immer. Und jetzt können wir nämlich sagen, Build Wood? Nee. Hier. Rail Fence. Hier. Irgendwo müssen wir noch einen Eingang machen. Und da ist der Eingang. So. Und deconstruct das da. Ja, der hat jetzt Spaß hier mit dem Aufräumen. Das dauert jetzt etwas, aber naja. Und wenn die unterschiedliche Farben haben, ist mir das jetzt auch gerade wurscht. Gut, wie sieht's denn hier aus? Haben wir jetzt hier schon was hergestellt? Nee. Sind wir noch dran. Okay. Wie viel haben wir denn dann noch? Zwei, okay. Wunderbar. Dann wäre das auch erledigt. Dauert ja doch einige Zeit, bis das hier mal fertig ist. Das dauert auch einige Zeit, wenn ich das hier so richtig sehe. Also, was, warte mal, warum ist jetzt hier ein Miner eigentlich bei... Ja, weil die Holzfäller alle hier jetzt gerade, oder was? Ach, super. Ah, macht doch, was ihr wollt. Machen sie. Wer bist du denn? Schon weg. Der Sound gerade klang so ein bisschen nach Explosionen. Ich hab Angst. Könnten wir hier nicht mehr was um die Ohren fliegen lassen? Vielen Dank. Ja, jetzt habe ich natürlich geschafft, dass hier noch mehr Holz in Benutzung ist, sozusagen. Na, super. Ich glaube, wir brauchen bald mal einen zweiten Holzworkshop. Also, hier, Sägewerk-Dingens. Die Frage ist, wo? Theoretisch könnten wir hier sowas Großes nochmal herstellen, nur für Holz. Aber da haben wir eigentlich auch gerade gar keinen. Ja doch, theoretisch können wir die Steinsachen da... Ja, warum nicht? Erstmal groß. Da ist der Runtergang, oder? Was war das, die Taste? Hier, F. Das ist hier... Hier war schon die... Nein, hier war gar nicht. Ja, dann. Dann mach doch hier auch noch weg. Dann haben die Miner auch mal wieder was zu tun. Langweilen sich... Nee, Moment. Ich sehe gerade. Cancel Job. Da. Drei in der Mitte irgendwas und nochmal drei. Passt. Okay. Dann kommen hier hinten die ganzen Holzsachen hin. Das ist zwar ein bisschen weiter, aber ich glaube, wir brauchen mehr Platz dafür. Es war doch etwas... ja, sehr optimistisch geplant, was deutlich nichts gebracht hat. So, und jetzt
Build Workshop Wood Sawmill. Und zwar bitte mit einer Wurst, aber mit einem Lapis und einem Lapis Sawblade. Ja, das ist ein bisschen doof, dass wir einen hier Wood Sawblade brauchen, Wood Workshop brauchen, aber das lässt sich jetzt nicht ändern. Der wird schon irgendwann fertig hier. Dauert zwar auch wiederum, aber naja. 1000 Sachen, die man gleichzeitig machen kann. Ist eigentlich schlimm. Eigentlich hätte man den auch hier reinstellen können und das hier abbauen. Any log? Hm. Is it me or was? Helleba, was zum Henker machst du da? Jetzt mal unter uns. Was machst du da? Du hast schon Spaß, oder? So, damit du dieses Jahr auch noch was anders machst. Keine Ahnung, was das gerade sollte. Haben die noch irgendwo so Spaß? Na, da sind sie wieder am Schlafen. Hier wird weitergebaut. Wisst ihr was? Wir machen jetzt hier mal ein bisschen schneller. Weil wir warten eigentlich gerade eh nur drauf, dass irgendwelche Holzsachen passieren. Also sei es, dass Bretter hergestellt werden oder das sonst was. Und in der Workbench werde ich jetzt hier auch mal ein paar Planks in Auftrag geben. Vielleicht läuft das Ganze dann mal parallel. Wenn nicht alle am Schlafen sind natürlich. Wer weiß. Genau, die Seite ist jetzt dann gleich mal fertig zumindest schon mal. Was ja schon mal nicht komplett verkehrt ist. Na? Oder nicht? Vielleicht hat er auch einfach nur das Brett hingelegt. Hä? Liebe Workbench, du sollst natürlich Priorität niedriger sein. Weil, und so. Ich meine, die ist natürlich besser als die da. Dementsprechend sollen sie hier arbeiten, wenn sie sonst nichts zu tun haben. Wenn wir uns jetzt hier hinschauen, okay, der hat jetzt angefangen, der ist schon fertig, der hat sich jetzt was geholt. Und theoretisch müsste der hier fertig sein, bevor der fertig ist. Richtig, richtig, okay. Kann natürlich auch dran liegen, dass sie besser ist als der da. Hier, Stephen George nicht ganz so toll ist wie ein Gnomade. Ja, sagt nix. Holzfäller und so. Gnomad versus Miner. Unfairer Vergleich. Trotzdem glaube ich, dass uns das ein bisschen hilft, einfach damit es schneller geht. Ja, jetzt werden hier schon zwei Sachen gleichzeitig und die Seite ist fertig. Wunderbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000, okay. Ich sehe schon. Bringen die das weg und legen es wieder hin? Oder was ist hier los? Okay, sie haben es tatsächlich gebaut. Das ist ja mal was Neues. Naja, ich möchte trotzdem unsere Yaks beschützen, also denke ich nicht so verkehrt, da das zu machen, auch wenn es uns gerade mit den anderen Sachen natürlich ein bisschen auffällt. Was ist hier eigentlich los? Worauf wartet ihr? Needs padding at tailor. Und padding braucht... Steht nicht da. Cloth, Hammer, Fiber. Haben wir nicht.
Und String haben wir auch nicht. Okay. Dann wäre das ja geklärt. Das heißt, hier muss mal wieder angepflanzt bzw. sonst was werden. Okay. Wer langweilt sich hier eigentlich? Hellebar. So ein Bilder und noch ein Bilder. Genau. Beide Bilder langweilen sich gerade. Was ich ein bisschen blöd finde, aber auch nicht weiterhilft. Jetzt wird gespeichert, weil neuer Tag oder so. Nee. Weil, keine Ahnung. Ich habe mir übrigens überlegt, beziehungsweise ich wollte nachschauen, ob man, wenn wir jetzt sagen, wir meinen mal, wir machen mal einen Test. Also, wenn wir jetzt hier reinschauen, hier hin zum Beispiel, sehen wir, da ist drüber auf jeden Fall mal eine Decke. Ja? Also, wenn wir hier sehen, da ist eine Decke drüber. Hier. Wenn wir jetzt sagen, Terra mine oder remove floor und zwar, ach du Schande, hier müssen, Moment, es ist die Verlängerung von dem grünen Ding, also da. Wenn wir sagen, remove das da, ob er das von unten machen kann. Oder ob er hoch rennt. Schauen wir mal, ob ich das Richtige überhaupt genommen habe. Ich habe nämlich das Gefühl, ich habe nicht. Ich habe nicht. Okay. Das ich meinte natürlich das eins daneben. Terra, remove floor, das da. So, rennt auch wieder außen rum. Das ist schade. Das ist sehr schade. Oh, und ein Goblin wurde gespottet. So, dann sollten wir natürlich schauen. Goblin, all squads, Angriff und sonst was. Können wir bei Militia... Ja, ist eh schon Leder drin. Okay, das heißt, wenn wir was haben, wurde eingeteilt. Und ich würde sagen, Jungs, alle drauf. Wow, noch ein Goblin. Jetzt, ich mach mal langsamer, damit wir irgendwas sehen. Hilleba, weh, du schläfst schon wieder. Nein, tut er nicht. Kommt er auch? Ja, der eine Goblin ist tot, das ist sehr gut. Und der andere ist auch tot. Ja, und Hilleba kam dann auch rechtzeitig zum Abtransport. Ja. Naja, wir haben gewonnen, das ist schon mal schön. Und jetzt schauen wir uns den Kampf nochmal an. Events natürlich. Combat. Vierter Tag, Gruppenkampf. Wir fangen oben an. Also, Nerdiana war der Erste, der angegriffen hat. Sehr schön. Und dann scroll, scroll, scroll. Goblins, linker Fuß blutet. Ich hätte gern diese Sachen irgendwie ein bisschen gekürzt. Arterie wurde gestrackt. Also getroffen. Was? Mindlet drops the copper axe. Okay, nicht gut. Mindlet can see again. Das ist doch schön. Und hier. Mindlet beißt den Goblin. Hitting the upper body. Okay. Also er hat den Oberkörper getroffen, die Haut durchstoßen. Die linke Lunge durchtrennt und die rechte Lunge, die linke Lunge gecrushed. Und das nur durchs Zubeißen. Also Mindblatt, ja, du hast spitze Zähne. Und der Goblin ist tot. Und Hähnchen hat, der zweite hat den Goblin getroffen und diesmal nicht sofort umgefallen, das ist schön.
Und wer hat den zweiten getötet? Jack Silverman. What? Jack Silverman klingt so ein bisschen nach Ambassador, kann es sein? Wie auch immer. Auf jeden Fall, der letzte von uns war Hähnchen, der zweite dementsprechend. Yay! Und Mindlet geht's ab. Das heißt, der war wohl ein bisschen verletzt. Schauen wir mal schnell. Nee, Jack Silverman ist nicht. Schmarrn. Wie komme ich jetzt da drauf? Ach, weil zwei Namen. Aber ich war irgendwie gerade drauf, dass man nur zwei Namen haben kann. Nee, dann passt ja alles. Jack Silverman, genau. Herzlichen Glückwunsch, wunderbar. Wo war ich? Genau. Wie komme ich jetzt gerade auf einen. Ich weiß nicht, in welchem Spiel ich gerade war, dass ich nur einen Vornamen haben kann. Naja, Mindlet, schauen wir mal schnell. Geht's dir gut? Durstig. Oh. Nicht so gut. Folgen wir mal eben. Und holt sich eine Bandage und. Und jetzt? Mindlet? Seriously injured left eye, okay. Kann man da was dagegen machen? Oder ist das so final? Also, ich meine, ja, natürlich Auge und sonst was, aber gibt es da irgendwelche Methoden, um was zu verbessern? Könnt ihr mir bitte mal gerne schreiben? Also, hilft mir da ein Doktor oder ist das so mit mir, ja, was willst du da schon machen? Kriegt eine Augenklappe, darf sich als Pirat fühlen und gut ist. Was natürlich auch sehr heldenhaft ist. 1, 2, 3, 4, 5. Langsam Hammers. Langsam Hammers. Am Monitor Lizard. So, meine lieben Leute. Da geht niemand hin. Ja? Hähnchen, das gilt auch für dich. Wirklich so, ja? Bevor du jetzt schon wieder auf falsche Gedanken kommst. Was das denn? Goblin Meat. Oh, das ist ja schön. Warum liegt der hier draußen? Hä? Muss ich das jetzt versch. Keine Ahnung, wird schon nicht so wichtig gewesen sein. Wird schon irgendwie passen. Naja, aus Goblinfleisch kann man sicher gutes Essen machen. Hier, Sausage zum Beispiel. Genau, hier wird auch gleich hergestellt. Könnten wir nicht. Wenn wir gleich Sausages haben, möchte ich bitte dann heraus Sandwiches herstellen, weil die sind deutlich besser. Und wenn wir sie eh haben, warum nicht? Da ist übrigens auch noch ein Bär, den habe ich gesehen. Den greifen wir auch nicht an, weil wir sind feige. Nee, weil ich muss jetzt nicht irgendwie schon wieder Leute verlieren. Das braucht es jetzt echt nicht. Bei aller Liebe, aber nee, vielleicht nicht. Ach, die Fackeln sind gar nicht ebenenübergreifend. Wir brauchen hier oben direkt eine dringende Fackel. Aber erst, sobald es wieder hell ist. Keine Lust, dass jetzt gerade irgendwer rausrennt. Oh, die letzten zwei Sachen werden hergestellt. Das ist doch schön. Wahrscheinlich habe ich hier die. Ja. Hier, machen wir noch ein paar. So, eins noch und dann wird hier endlich weitergearbeitet. Coole Sache, sehr coole Sache. Und damit war es das dann auch leider schon wieder für diese Folge. Ja, wenn wir dann hier mal fertig sind, werden wir dann auch mal vielleicht anfangen irgendwie mit einem Friedhof. Könnt ihr mir auch mal schreiben, wo soll ich den denn hinbauen? Möchtet ihr den hier haben? Möchtet ihr den irgendwie hier unten?
vielleicht hier oder hier irgendwie so in die Kavernen da haben. Und vor allem, ich weiß gar nicht, ob es irgendwas Spezielles für einen Friedhof gibt oder ob das einfach nur, ja, mehr oder weniger ein, ja, hier ist dann bitte mal ein Friedhof. Ich sehe hier nämlich irgendwie nichts für Friedhof. Also, gibt es da irgendwas Besonderes? Und wenn ja, sagt Bescheid. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus!